Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Back in the Woods. Ja, da ich gerade massive technische Probleme mit meiner Internetleitung habe, sprich, es geht nichts, werden wir heute ein wenig so herumspielen. Ich sollte vielleicht auf Vorbild gehen, dann sehe ich auch meine Taskleiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Genau, das Ding ist um 2 zu kurz. Shitty Kaki. Ja, ich habe, wie gesagt, im letzten Livestream probiert, das Ganze frei Schnauze oder meine Lieben. Nur so nebenbei. Friendly Creatures. Ruhe. Nicht viel besser, aber besser. Das Ganze ohne Anleitung zu bauen, das war dann vielleicht doch nicht ganz so das, was ich mir gewünscht habe. Ich habe jetzt mittlerweile die Anleitung nochmal nachgeguckt und bin drauf gekommen, dass das ganze Ding etwas größer sein müsste. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, heute so ein bis zwei Folgen aufzunehmen und in diesen ein bis zwei Folgen werde ich versuchen, das Ganze hier richtig zu machen. Was ein bisschen Aufwand sein wird, weil wir alles nochmal rausruppen müssen. Aber was tut man nicht alles für die Kunst? Hier können wir schon mal ein bisschen Erde nachpflanzen. Eine Sekunde. Ich sehe gerade. Dass der Game Sound wahrscheinlich ein bisschen zu laut war. Gut, weiter geht's. Ja, da ich ja versprochen habe, dass ich keine Folge oder dass ich nichts in diesem Let's Play offline mache. Hier kommt dann Erde hin und dafür hier die Steine. Werden wir natürlich auch diese Änderung alle hopp eben in Form einer normalen Aufnahme machen und nicht in Form von Stream, aber nichtsdestotrotz, es erscheint auf YouTube. Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ist die Tatsache, ich habe ja schon erwähnt, dass wir zum nächsten Dorf eine relativ weite Strecke vor uns haben. Wenn wir mal einen Blick auf die Karte werfen. Wir haben zwar das letzte Mal brav gesucht. Ach, ein zerstörtes Portal, genau. Aber irgendwie das nächste Dorf haben wir da unten. Das bedeutet, entweder ich mache mich jetzt offline nochmal auf die Suche nach irgendeinem Dorf und gehe dann hier die Gegend ab. Oder hier unten oder hier unten. Oder ansonsten werde ich schon mal offline anfangen, eine größere Mining Session zu machen. Und da habe ich dann vor, das ganze Jahr als Folge zu bringen, als ZDF-Folge. Allerdings nicht als reguläre Folge, also in normaler Geschwindigkeit, sondern quasi als Timelapse. Ich habe da eine Idee, wie ich das... Ach so, es ist noch zu früh. Wie ich das Ganze umsetzen kann und möchte. Ich weiß nur noch nicht, wie ich dazu komme. Auf jeden Fall möchte ich bis nächsten Mittwoch das Ganze machen. Ja, bezüglich Internet sollte ich vielleicht zuerst erklären. Der Techniker ist für morgen jetzt mal grundsätzlich angekündigt. Wir werden sehen, ob er dann das Problem auch wirklich morgen lösen kann. Ich würde mich sehr freuen. Denn je weiter das Ganze Richtung Wochenende sich verschiebt,
desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich den Stream nachholen kann. Je früher, desto besser sozusagen. Ja, und in der Zwischenzeit, damit mir nicht das Material auf YouTube ausgeht, eben habe ich hier schon mal angefangen, die Verbesserungen zu machen. Ich habe mir das Video vom lieben Ivomancer nochmal angeguckt und habe dann auch klar gesehen, wo kommst du her zu mir? Wo mein Fehler ist. Das Einzige, was ich eventuell nochmal nachgucken müsste, ist die Platzierung der Killing Chamber, ist falsch gesagt, aber des Killing Bereichs für den Golem. Da kann es sein, dass ich nochmal mein Gedächtnis ein wenig auffrischen muss. Geht sich das aus? Ja, perfekt. Aber ansonsten sollte ich eigentlich soweit alles jetzt haben. Wir können ja dann in der Zwischenzeit, bis wir Villager haben, können wir ja auch noch... ich dachte, ich hätte Steine hier unten. Egal. Können wir noch, was wollte ich sagen und dabei nicht lügen, ja, eine Überdachung machen. Denn ich habe in meinem normalen Let's Play festgestellt, dass dieses Ding zwar recht gut funktioniert, allerdings doch etwas empfindlich, etwas empfindlich ist, was das Despawnen von Villagern betrifft. Und zwar machen die sich relativ gern vom Acker, wenn nicht alles sauber überdacht ist. Reicht das? Was? Ernsthaft? Ist mir noch nie aufgefallen, man lernt nie aus. Was auf die Dauer relativ nervig sein kann. Ich will nämlich jetzt noch... Ja, wir werden eine Art Villager Breeder brauchen. Eisen haben wir mit, ja, Stickies haben wir mit, ja, das heißt, den Rest können wir uns unten machen. Wir werden zwar eine Art Villager Breeder brauchen, denn ansonsten müssen wir 2, 4, 6 und 3, ist 9 Villager hier herunter karren. Und das ist mir dann ehrlich gesagt, nein, kein Stein, ehrlich gesagt zu doof, tut mir leid, es reichen auch 2 Stück und... Tun wir in der Zwischenzeit den Rucksack mal weg. Es reichen auch 2 Stück und die vermehren wir dann hier bei uns. Dann hätten wir nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und hier die Tür. Genau. Und wenn wir die 2 dann herunten haben, können wir die ja hochbreeden. Dann können wir uns auch überlegen, ob wir wirklich schon einen echten Villager-Breeder bauen oder quasi nur mal eine Low-Cost-Variante, sage ich, um schnell zu unseren Villagern zu kommen. Aber das sehen wir ja dann. Jetzt heißt es erstmal, das Ding hier ein wenig auf Vordermann bringen. Und... gleichzeitig können wir die Zeit nutzen, wenn wir schon hier in der Gegend sind, damit unsere Karotten auch wachsen. Denn da wir keine Potatoes gefunden haben, werden wir uns jetzt ja mal mit Karotten begnügen müssen. Und je mehr wir davon gleich zu Beginn haben, desto besser ist es. Ansonsten haben die Villager relativ viel Arbeit dann, die Felder voll zu bekommen, was natürlich auf die Ausbeute der gesamten Farm geht. Zumindest futtertechnisch. Eisenmäßig ist das völlig Schnuppe. Eisenmäßig sind ja nur die 3 inneren Villager und der Zombie interessant. Aber eben Futter- und handelstechnisch natürlich auch die äußeren. Was wir heute vielleicht auch noch machen könnten... das wäre vielleicht sogar wirklich eine Überlegung wert. Lass mal gucken, wie geht's meinem... Ja.
Du kannst weg und du kannst weg. Danke, ganz lieb. Mal das Sugarcane ernten. Und dann vielleicht ein paar Kühe schon mal lieb haben. Eigentlich hatte ich ja heute was anderes vor im Stream. Wobei, ich hätte wahrscheinlich trotzdem mit dem Umbau der Farm begonnen. Aber ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, eben die Buntwolle-Farm nenne ich es mal. Der Game Sound ist noch immer relativ laut, oder? Ja. Definitiv. Eine Sekunde. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Ja, wesentlich besser. Eine Buntwolle-Farm zu beginnen, habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, wie man das machen könnte. Wobei, da habe ich jetzt nicht wirklich ein Tutorial angeschaut, sondern ich bin voll. Ich bin sowas von voll. Drei Steine können in der Zwischenzeit weg. Da habe ich mir kein Tutorial angeschaut. Das wird ein schlichtes Ausnutzen der Spielmechanik sein. Also die Schafe werden den wahnsinnig großen Lebensraum von einem Feld haben. Dieses Feld wird dann mit einem Schlag mich tot, ich stehe sowas von am Schlauch. Hallo? Warum habe ich Pressure Plates? Egal. Wir könnten auch hier von... Lass mich gucken. Ach, hab mich gern. Jedenfalls wird das Feld auf Veränderung seines Zustands geprüft und wenn die Schafe fressen, dann wird ein Dispenser eine Schere ausspucken, sprich die Schafe werden geschoren, die Wolle wird dann darunter in einem, habe ich Dings mit, nein, Weizen habe ich keiner mit, die Wolle wird dann darunter von einem Hopper-Minecart aufgesammelt und über einen Hopper in eine normale Truhe gepackt. Die Schafe werden wir zuvor färben, dafür haben wir das letzte Mal ein paar... Okay, dafür haben wir das letzte Mal die Blumen mitgenommen. Das heißt, Farbstoffe müssten wir uns eigentlich alle besorgen können, die wir brauchen, oder alle herstellen können, die wir brauchen. Und dann haben wir jede Menge... Wolle würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber wir kommen zumindest an etwas Wolle ran. Haben wir jetzt noch eine Hoh mit? Nein. Ansonsten hätten wir jetzt schon mal können dieses Feld hier auch umbauen, wieder zu Weg machen. Und wir brauchen ja auch keine Unmengen bunter Wolle. Es geht nur darum, wenn wir irgendwas entwerfen wollen oder irgendwas bauen wollen mit Redstone und da einfach ein bisschen bunte Wolle zu haben, das macht das Ganze dann doch übersichtlicher. Gut, wir werden jetzt ein paar Kühe füttern. Das gibt auch nochmal XP. Schön, wenn wir schon hier sind, gehen wir auch noch ein paar Schafe füttern. Nicht wahr? Ich glaube, bei der Folge muss ich eine Epilepsiewarnung davor setzen. Sehe ich da hinten kleine Lämmer springen? Ich glaube, es ist ein bisschen wenig Platz da drinnen. Egal. Wir werden jetzt warten, bis die Lämmchen größer sind. Das sollte ja ungefähr einen Tag dauern. Hatte ich nicht eine Schaufel? Ja klar, hatte ich eine Schaufel. Und dann können wir mal ein wenig aufräumen. Passt. Mit den zusätzlichen Steinen sollten wir auch hier jetzt den Schluss... Egal. Den Schluss machen können. Da
dann sollten wir uns mal ins Bettchen verkrümeln. Hier soll es hin. Es sollte Zeit sein, ja. Ich gönne mir ein Schlückchen Kaffee. Ah, das hält wach. Und weiter geht's. Ja, wie gesagt, das war ein wenig ein doofer Fehler von mir, das Ganze zu klein zu gestalten. Das Problem ist, dass das ganze System nicht hinhaut, wenn es zu klein ist. Vor allem mit der Kill Chamber hätten wir höchstwahrscheinlich Probleme bekommen, wenn wir die in dieser Größenordnung wirklich gelassen hätten. Und ich hätte mich dann gefragt, warum es nicht hinhaut. Und hätte dann wahrscheinlich erst wieder das Video angucken müssen. Und wenn du dann die Villager drin hast, das alles umzubauen. Danke, liebes Tool, dass du eins weitergesprungen bist, so wie von mir geplant. Geht doch. Machen wir gleich auf. Perfektestens. Hier können wir auch schon setzen. So, jetzt heißt es Achtung, das Tor kommt hier hin und dann geht's weiter. Jetzt können wir nämlich auch hier durchziehen. Diesen Stein können wir abbauen. Ach, da ist Gras, deswegen. Denn die ganze Kill Chamber kommt nach vorne. Ja. Gut, der Zaun muss auch noch raus. Gott sei Dank habe ich hinten im Eck begonnen, die Karotten zu setzen. Und nicht da vorne. Und Stein rein. Und Stein raus wieder. Ach. Es hätte so schön sein können, wenn ich es mir gleich nochmal angeguckt hätte. Bevor ich mit dem Bau beginne. Tja. Aber ich dachte mir, das kriege ich schon hin. Satz mit X. Das war wohl nix. Das passt. Hier müssen die Steine noch raus. Der Vorteil an der Sache ist, dass die ganze Erde sich jetzt noch brav in Rasen verwandeln kann, die wir hier auf den Quasi-Wegen verteilen. Denn ich habe ja gesagt, um die Eisengolems wirklich dort zu halten, wo man sie braucht, muss in dem Bereich, der hier umzäunt ist, alles spawnsicher sein, außer eben der Bereich da in der Kill Chamber drinnen. Wenn das nicht gegeben ist, dann spawnen die Golems überall. Ich hatte auch schon den lustigen Fall. Ich glaube, das hat auch Evomancer so in seinem Tutorial. Er baut die Umrandung der Kill Chamber aus Stein und mit Steinwänden. Und dann kommt es gelegentlich vor, dass die Golems auf der Kante eben zwischen dem Steinblock und der Steinwand spawnen. Und dann brauchen sie einen leichten Schubs. Und wenn man da nicht vorsichtig ist und ihnen den Schubs gerade gibt, wenn man nur mehr so 7 Herzen oder so hat, dann kann das ganz schön schmerzhaft sein, um nicht tödlich zu sagen. Ja, ich spreche nicht aus Erfahrung, das ist eine reine erfundene Geschichte. Erlebnisfrei erfunden. Egal. Sowas muss auch sein. So lernt man dann, dass man es vielleicht besser mit Steinblöcken oder mit Glasblöcken im Notfall baut. Und wenn man es mit Steinblöcken baut, dann kann man das Ganze ja mit Teppichen spawnproof machen. Mal sehen, auf welche Variante ich dann hier gehen werde.
Jetzt brauchen wir natürlich noch hier eine Tür, die natürlich komplett falsch ist. Ach Gottchen. Und diese Tür muss auch weg. Und ich glaube, dann haben wir die erste Folge auch schon geschafft. Zumindest für Freitag hätten wir Material. Ich habe ja ein bisschen Vorrat, aber keine Unmengen. Dann machen wir noch schnell die Umzäunung fertig. Dann schmeiße ich euch raus und in der nächsten Folge können wir dann gucken, ob unsere Karotten schon ein klein wenig gewachsen sind. Wir können die Bewässerungsflecken nachsetzen, damit sie dann wirklich auch dort sind, wo wir sie haben möchten. Das habe ich natürlich auch falsch gesetzt. Wir können die Komposter nachsetzen und das Ganze schon ein wenig in Richtung Endaussehen vorbereiten, kann man das so sagen. Ich nehme an, ich werde jetzt auch zu wenig Zaun haben. Ja. Ach, hier fehlt ja auch noch eine ganze Rische und das hier auch. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal rauf. Zaun holen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Gebt mir ein Abo. Es hilft mir wirklich wahnsinnig. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Back in the Woods.